Zuallererst möchte ich erwähnen, dass wir aus der Vorstandschaft vom TSV 1860 das Lob bekommen haben für die Durchführung des Spiels, heute sie da jetzt wunderbar funktioniert. Da möchte ich den Dank weitergeben an die Verantwortlichen, weil für uns ist das also sicherlich eine Herkulesaufgabe gewesen, was wir die letzten Wochen zu stemmen gehabt haben. Das ist sicherlich ein Applaus wert. Das Spiel als solches, das Ergebnis 0:3, ist deutlich angenehmer zu ertragen als vor eineinhalb Wochen im Grünwalder Stadion. Da hat es ein bisschen schlechter für uns ausgeschaut, der Lobos hat das ganze Spielerische betrifft. Ich glaube, dass wir uns heute, was in unseren Kräften steht, ganz gut aus. Also ich kann nicht lauter reden, dann muss man es vielleicht lauter einstellen. Lauter einstellen oder weiter hergehen, das ist die andere Option. Ja, man hat gesehen, 1860, jetzt die letzten 6 Meisterschaftsspiele zu 0. 3 verletzte Stammspieler, Timo Gebhardt, Felix Weber und Daniel Wein, 2 gesperrte Spieler. Trotzdem übt halt der Verein eine Dominanz aus, wo man sagt, da ist es halt schwer dagegen anzustinken. Ich begrüße an meiner Seite den Daniel Birochka, den Trainer von 1860. Und Thomas Seethaler, den Trainer vom FCU und den Vorstand Franz Faber, der sicherlich heute wieder ein bisschen ruhiger schlafen kann, nachdem das Spiel dabei ist. Daniel, Ihre Worte zu dem Spiel, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, danke erstmal. Ja, wir haben gewusst, dass jetzt vielleicht unter Föhring vielleicht ein bisschen anders auftreten wird als bei uns im Grünwalder Stadion. Das haben sie dann auch gemacht, auch die Taktik ein bisschen verändert. Mit einer Fünferkette gespielt, sind natürlich die Schnittstellen dann wesentlich enger und dann musst du einfach Geduld haben, dann musst du das Spiel in die Breite ziehen, immer wieder das Spiel verlagern, das haben meine Jungs gut gemacht und natürlich macht dann Erik Krieger ein super Tor zum 1-0 und gerade in solchen Spielen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass du in Führung gehst, weil der Gegner ein bisschen öffnen muss, weil er mehr nach vorne machen muss, weil er mehr Räume preisgibt, dann haben wir das 2-0 sehr schön rausgespielt und das dritte ist halt das, was wir momentan sehr gut machen, auch das Umschaltspiel. Wenn wir den Ball dann in unserer Hälfte gewinnen, dass wir sehr schnell umschalten, dann haben wir auch die Spieler dazu mit Helmbrecht und Kager und dementsprechend ist dann das 3-0 gefallen und ja, und dann die letzten Viertelstunde war ich dann ja, nicht so zufrieden, weil wir da ein bisschen zu sehr verwaltet haben, aber das ist dann auch okay. Das, bei dem Ergebnis kann man auch dann der Mannschaft mal, oder darf man der Mannschaft dann mal keinen Vorwurf machen, aber ich wünsche dementsprechend der Föhring alles Gute, dass sie weiterhin dran glauben, dass sie das schaffen können. Ich denke, sie haben schon eine Mannschaft, die auch punkten kann. Das haben sie auch gezeigt gegen Bayreuth und gegen Bayern München. Und dementsprechend wünsche ich euch natürlich noch alles Gute. Ja, vielen Dank, wenn ich das Mikrofon gleich weitergeben an Thomas und um seine Stellungnahme zu dem heutigen Spiel bitten. Ja, hallo zusammen. Ja, die Vorfreude auf das Spiel war natürlich riesengroß. Der Verein war in Aufruhr seit Beginn der Regionalliga. Sag ich jetzt einmal auf das Spiel heute. Und ich denke immer, die Jungs haben das heute super gemacht. Im Grünwald haben wir ja noch vor Ehrfurcht gezittert, sage ich jetzt mal. Heute haben wir meines Erachtens alles rausgehauen, was für uns im Moment möglich ist. Die Tore, ja, das 1:0 war mir persönlich nicht zu leicht gefallen. Das ist unser Problem, dass wir nach wie vor zu leicht Tore kassieren. 60 hat enorme Qualität, kann man nicht diskutieren. Wenn dann 5 Spieler ausfällt und die Qualität genauso hoch ist, dann ist das einfach ein riesen Kader für 60 und die werden auch Kanzler Erster werden, das ist die beste Mannschaft der Liga bis dato und den Rest müssen sie dann auch selber machen, zum Spiel. Für uns würde ich sagen, die Jungs geben alles und wir haben uns gut verkauft heute auch als Mannschaft für den FC Unterföhring und ich glaube, da kann ich halt schon stolz sein auf die Jungs und es gehen wir einfach weiter und versuchen unser Bestes und die Punkte werden noch kommen, auch wenn es natürlich jedes Spiel wahnsinnig schwierig ist für uns, aber wir gehen mal an die Grenze. Wenn wir das schaffen, dann klappt es auch. Danke. Ja, Daniel, wie geht es jetzt weiter bei 60? Ich habe das einmal aufgeschrieben. Heimspiel gegen Schweinfurt sicherlich. Wir haben die noch nicht gesehen. Vielleicht der stärkste Konkurrent dann in Eichstätt und im Oktober kommt so ein Krüppeldick. Ich habe bei der Interview gewesen mit der Merkur, Augsburg, Bayern und Bayreuth. Ich glaube, da kann man dann am Ende des Monats Oktober sagen, wo letztendlich dann die Reise hingeht, wenn ich es so bezeichnen darf. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Spiele, die auf Ihre Mannschaft zukommen? Ja, soweit denke ich noch gar nicht. Ich denke jetzt erstmal an Schweinfurt. Ich kenne die Mannschaft sehr, sehr gut. Haben sie jetzt 2 Jahre kontinuierlich entwickelt. Haben sie immer wieder punktuell verstärkt. Waren letztes Jahr schon, haben den Toto-Pokal gewonnen letztes Jahr. Also haben da schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Haben jetzt
professionalisiert. Also können unter Profibedingungen arbeiten und das ist auch das Ziel von Herrn Wolf, dem Sponsor, dass Schweinfurt demnächst in der dritten Liga spielt und von dem her wird das ein absolutes Topspiel, Erster gegen Zweiter. Und dementsprechend haben wir es darauf vorbereitet. Natürlich haben wir dann wieder auch andere Möglichkeiten mit Mölders, Bessel, die zurückkommen nach ihren Sperren. Aber ich muss auch sagen, dass die jungen Spieler heute wieder bewiesen haben, gerade meine Jungs aus der 21 letztes Jahr, dass man sich auf sie verlassen kann, wenn Spieler ausfallen, wenn Spieler gesperrt sind. Und das macht uns momentan als Mannschaft aus, dass wir zusammenhalten, egal was passiert. Und zu den restlichen Spielen muss ich sagen, dass für mich sogar die Spiele gegen die unteren Klassen oder gegen die Mannschaften, die weiter unten stehen, sogar wichtiger sind, weil gegen Mannschaften, die oben stehen, wirst du mal gewinnen, du wirst immer unentschieden spielen, du wirst vielleicht sogar mal verlieren, aber die Punkte darfst du halt gegen Mannschaften, die unten stehen, da darfst du es nicht liegen lassen. Und das haben wir bis jetzt gut gemacht. Wir haben gut gepunktet gegen die Mannschaften, die im unteren Tabellendrittel stehen. Und dementsprechend werden wir auch schauen, dass wir jetzt am Samstag gegen Schweinfurt ein richtig gutes Spiel machen. Ja, Thomas, wir fahren am Mittwoch zum zweiten Mal nach Memmingen und dann nach Illertissen. Wenn wir jetzt Schweinfurt wären, könnten wir dort übernachten, wenn wir die Möglichkeiten hätten. Memmingen ist sicherlich ein wichtiges Spiel jetzt einmal, dass das Licht am Ende des Tunnels vielleicht einmal ein bisschen größer wieder zu leuchten beginnt. Mit der heutigen Leistung bin ich mir sicher, auch wenn Memmingen heute in bei Bayern Amateure 1-1 gespielt hat, dass man heute einmal den ja sinnlich erwarteten Dreier vielleicht einmal nach Hause nehmen kann. Wie gehst jetzt du die nächsten Aufgaben mit der Mannschaft im Laufe der Woche an? Ja, die Woche ist ja ganz kurz. Heute ist Samstag, Montag ist Training, Mittwoch fahren wir nach Memmingen. Wir werden es am Montag gut vorbereiten und in Memmingen halt dann alles abrufen, aber auch in Memmingen. Das ist ja, wir waren ja in Memmingen, haben sie in der Halbzeit gespielt, sage ich mal, das war ja auch Top-Mannschaft. Die war letztes Jahr 15er in Landrettung. Die haben kaum Abgänge, die haben viele Verletzte, sage ich mal. Aber ich denke mal, irgendwann wird es funktionieren, wenn wir die Leistung halt so wie heute und auch wie letzte Woche so ein bisschen abrufen, vom Einsatz her die Mannschaftsleistung. Taktisch, das passt und dann irgendwann kommt das Glück zurück und dann werden wir Gewinner. Und kann in Memmingen sein oder in der Thyssen. Irgendwann wird der Dreier fallen und dann geht's auf. Eine Frage noch, Daniel, wenn man schon einmal den TSV 1860 begrüßen kann. Ich weiß, dass Sie da relativ gereizt manchmal schon darauf reagiert haben, aber ich habe jetzt, wie gesagt, aus der Schweinfurt haben wir alle Mannschaften schon gesehen, vom Spielerischen her ist der TSV 1860 meiner Meinung nach vielleicht, was die spielerische Qualität bei Bayern Amateure betrifft, von der Ausbildung her der jungen Spieler, sicherlich das Nonplusultra, das Saisonziel. Meiner Meinung nach kann ja auch für den TSV 1860, der auch nicht unbedingt in der Regionalliga seine Heimat finden soll, durchaus ja nur der erste Platz sein. Ob es dann mit Aufstieg klappt, das wünschen wir Ihnen natürlich alle. Aber wenn Sie als Trainer können natürlich sagen, wir werden Stock Erster. Aber man hat jetzt schon 6 oder 7 Punkte Vorsprung. Ja, wie schaut eigentlich das Saisonziel beim TSV 1860 aus? Ja, dass wir möglichst lange oben bleiben. Und ich habe schon mal gesagt, für mich ist jetzt nicht entscheidend, dass wir am 12. Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz stehen, sondern dass wir bis zum Schluss oben stehen und dann den längeren Atem haben. Und natürlich wollen wir möglichst lange oder wollen wir zum Schluss dann jetzt auch, nachdem wir jetzt halt uns ein paar Punkte erarbeitet haben, auch vorne stehen. Aber jetzt hat, sagen wir mal, irgendwelche Saisonziele aufzugeben oder zu korrigieren, davon halte ich relativ wenig, weil wir arbeiten jede Woche und ich sehe Verbesserungen im Defensivverhalten, aber auch mit dem Spiel mit dem Ball. Ist jetzt einiges, da haben wir uns einiges erarbeitet und wenn wir so weitermachen, ich weiß, dass es ein Prozess ist, mehr ist Saison und wir werden uns weiterhin kontinuierlich steigern und wir werden noch besser werden und da schauen wir. Danke, dann bevor der Vorstand noch das letzte Wort hat, würde ich ganz gerne noch die Herren von der Presse fragen, ob sie denn noch an die beiden Trainer Fragen hätten. Ja, kurz Enrico Caruso, weil er da von oben noch als Ersatztorwart drauf stand, nach der kurzfristig noch mal Erinnerung. Also weil der Daniel soll jetzt erst drauf haben. Ja, wir haben uns dann kurz umgeschieden, das stimmt ja. Warum? Interne Gründe. Kann ich nicht der Öffentlichkeit preisgeben. Klingt nicht gut. Wenn man was eine Deutschkreisung. Aber
Gibt es sonst noch Fragen von Seiten der Presse? Ansonsten würde ich ganz gerne an Franz Fabernacht das Mikrofon geben. So, danke, liebe